Sehr schön. Also das finde ich echt cool, diese Schleichfunktion in Two Worlds. Im zweiten Teil. Wow, jetzt wäre ich fast schon wieder runtergefallen. So, hier sieht es nicht so aus, als wäre da unten ein Eingang. Aber da hinten sind die Wachen. Deswegen hatte ich vermutet, dass hier irgendwo dieser Dachluke ist. Vielleicht hier? Na, das ist auch nur so ein Gitter. Ich habe aber eine Idee. Voila. LOL. Der Kollege kann Kisten schleppen. Hoffentlich sieht das keiner hier. Meine Güte. Ich komme noch nicht mal den Felsvorsprung da hoch. Sollte nicht echt nicht auf der Höhe. Ich habe auch eine Idee, wir springen mal einfach darüber. Ah, geht doch. Wenn wir Glück haben, sind wir hier richtig normales Schloss, verbleibende Dietliche. Das könnte sein, weil er hat was von der Dachluke geredet. Zack, zack, zack. Natürlich Schloss geknackt. Natürlich crazy, wenn das das Lagerhaus ist, weil ich weiß es nicht. Oder hat er gesagt, es ist in der Nähe, kann es eigentlich nur das Haus jetzt sein. Und vielleicht sollten wir jetzt vielleicht doch besser mal speichern. Das tue ich auch jetzt. Dolch habe ich schon in der Hand, wenn hier irgendwer ist. Zack, sofort abgeschnetzelt. Vor allem finde ich das cool, wenn, diese wenn man in den Schleichmodus geht, dass sofort diese Musik kommt. Okay, hier scheint niemand drin zu sein im Lagerhaus. Also lassen wir uns auch nicht schlagen. Wir nehmen einfach hier mal getrost mehrere Sachen mit, was wir finden. Was ist denn jetzt, ey? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Hä? Hä? Das war doch richtig, oder nicht? Freunde, wieso bin ich zu doof, um einmal das Schloss zu knacken? Hä? Na jetzt. Was war denn das gerade, bitte? Wieso habe ich denn so oft gefailt bei dem Schloss? Oh mein Gott. Oh, ein Skillbuch. Was für ein Magier. Ist auch nicht schlimm, Skillbücher sind immer toll, immer gut. Und hier noch schönes kleinen Haltank. Skillbuch der gefrorenen Pfeile gefunden. Wir können Eispfeile verschießen. Das ist ja herrlich. Was haben wir da noch? Zeig doch mal. Ach, Kollege. Was du machen, Kollege? Zeig doch mal. Kleiner Haltank. Mal gucken, was hier noch drin ist. Okay, ich merke das schon. Heute bin ich nicht gut im Schlösser knacken. Ja, hä? Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe das schon kapiert. Man muss gucken, wie die Ringe übereinander liegen. Wieso war das jetzt verkehrt? Jetzt kann ich mir gleich neue Dietliche kaufen. 1, 2, 3, 4. 4 Ringe. Oha. Belohnung für Schlossknacken allen. 1 Skillpunkt. Flaschen mit Wüstentau. Okay. Bring Charity mit. Okay, das war scheinbar dieses Wunderzeug da. Was wir holen sollten. Bring Charity die Flasche zurück. Das können wir tun. Wir wissen ja jetzt, wo der Kollege ist. Erstmal klauen wir jetzt mal hier den Präzisionstrank. Was haben wir da noch? Kleiner Heiltank. Da geht's wieder nach oben. Weiß nicht, gibt's hier oben noch was Sinnvolles? Schaut nicht so aus.
Würde ich sagen, lasst uns einfach hier den Ausgang nehmen. Ich habe Gesellschaft. Wow. Okay, es war eine Fehlentscheidung, da durchzugehen. Bin ich so dumm. Ich hätte oben durch die Dachluke wieder verschwinden sollen. Oh Mann, ey. Kann man das so fehl sein wie ich? Na, hier das ist Lagerhaus. Lad mir den Schild schon einfach neu. Wie gesagt, ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Seid besser, das qualitativ hochwertige ist von mir belohnt, gewohnt. Ich rede ja nur noch Stress heute. Jetzt wissen wir was. Wissen wir, was wir machen müssen. Deswegen gehen wir direkt jetzt mal an die Kiste hier. Weil die hat 4 Schlösser, die müssen jetzt erstmal, ach, schmeiß das weg, Kollege. So, die wieder geknackt kriegen, ey. So, jetzt machen wir die Kameraeinstellung mal ein bisschen anders, dann so. 1, 2, 3. Oh, das ist ein Fail. Ich weiß auch nicht, wie ich anders in die Dinge reingucken soll. 1, 2, 3, hä? 1, 2, 3, hä? Bin ich so dumm oder was? 1, 2, 3. Okay, das kann episch werden heute. 2, 3. Wieso bricht der denn dann immer ab? Ich verstehe das nicht. Ja, komm, geh aus dem Ding da raus, ey. Ich hab's jetzt mal automatisch gemacht. Weil ich gerade hier schon fehlen bin. So. Stand nur noch Heildringe. Präzisionstrank. Was gab es hier noch? Kleinen Heiltrank. Noch einen kleinen Heiltrank. So, dann versuche ich das hier gerade auch mal bei dem Schloss. Das war zwar nicht so schwer, aber ich versuche es dann hier auch mal. Abgebrochen. Verdammt nochmal. Lass mich verarschen, ey. 2 Dietrich abgebrochen und im dritten Anlauf habe ich es selbst geschafft. Oh mein Gott. Also heute bin ich echt nicht gut, gebe ich ehrlich zu. So, dann hauen wir jetzt wieder hier ab. Aber diesmal gehen wir wieder hinten um. Was war denn hier noch? Ach komm, ey. Heute ist echt nicht mein Tag, ey. So. Wieder ein Dietrich zerschrottet. Was haben wir hier noch? Ring, Pilz. Wir nehmen einfach mal alles mit. So, jetzt öffnen wir mal direkt das Inventar und verbinden mal das Skillbuch, was wir gefunden haben. Oder 2 vielmehr. Wir haben was für Pfeile gefunden. Und dann hauen wir wieder durch die Dachluke ab. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, müsste klappen. Wir gehen nochmal kurz auf die Skillbücher. Hier haben wir 2 Stück. Das Skillbuch kennen wir schon, was können wir verkaufen? Kannst du irgendeinem Händler tragen. Ich hoffe mal, dass hier die Wachen jetzt nicht sind angreifen. Ne, also klappt. Gut. Dann speichern wir das Ganze jetzt mal und gehen mal zu Cherry zurück und schauen mal, was der zu berichten hat. Kollege Scarrett, wo bist du? Scarrett. Cherry. Kommen wir hier runter? Wir versuchen es mal. Unten sind, ist zwar die Stadtwache, aber egal. Also hier stand ich das letzte Mal auch schon hier von den 2 Türen. Also ich war hier ganz in der Nähe. Ich hätte nur rauf aufs Dach kommen, muss ich dusseln. Ach komm, Kollege. So, jetzt muss ich überlegen. Hier vorne war der. Nee. Oder doch. Nee, war der nicht. Was ist der Jared?
Ey, das kann auch nur mir passieren, Leute, oder? Lass mich. Jared. Jared-Leinchen. Wo bist du, Kollege? Hier wohnt der Jared. Ist immer so eine Sache bei den neuen Spielen, da muss man sich erstmal an die Laufwege gewöhnen. Ja, das sieht gut aus. Gucken, ob der jetzt einen neuen Quest-Dialog hat. Müsste eigentlich. Ah, du bist es.